warten wir noch, bis jemand zuschaltet. Dann können wir hier gleich loslegen. Diese Anfangsfinger, die müssen wir wieder rausschneiden. Naja, das kann dann. Über der Tagesschau, wenn die noch so angeregt unterhalten. Ah, okay. Jetzt guckt die erste Person hier zu und die nächsten auch. Also können wir anfangen. Dann herzlich willkommen heute zum Kulturöffner Nummer 3 im September. Der September, das soll ich heute gleich zu Beginn sagen, ist nämlich der Mai des Herbstes. Und das passt wunderbar zum heutigen Wetter. Es scheint die Sonne und wir zeigen euch heute hier zum Kulturöffner der Klassikstiftung Weimar wieder Türen, die wir öffnen, ganz besondere Räume. Und wir sind heute hier vor dem Stadtschloss Weimar und wollen euch gerne die Dichterzimmer zeigen. Letztes Mal waren wir in der Bibliothek. Wir haben euch Räume in der Bibliothek gezeigt und ihr konntet auch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Eine Person aus Berlin hat eine Führung in der Herzogin Anna-Amalia Bibliothek gewonnen und auch heute gibt es wieder was zu gewinnen. Dazu müsst ihr natürlich dranbleiben bis zum Schluss, um zu erfahren, wie ihr an den Gewinn rankommt. Weil es hier aber recht laut ist, wir sind hier an der Straße am sogenannten Löwenportal des Stadtschlosses. Gehen wir gleich rein. Vorher zeigen wir euch aber noch die Löwen und müssen dazu kurz drehen. Genau, ihr seht schon den Löwen und jetzt seht ihr mich am Löwen. Das ist das sogenannte Löwenportal und dieses Löwenportal ist hier am Westflügel des Schlosses. Das Schloss hat insgesamt 4 Flügel, waren ursprünglich war es mal eine Dreiflügelanlage. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts kam der vierte Flügel dazu, aber diesen Westflügel, den gibt es schon eine ganze Weile und hier kommt man zu den Dichterzimmern rein und ja, dann lasst uns mal hier reingehen. Die erste Tür ist schon offen, denn dieser Durchgang ist hier tatsächlich auch der Durchgang hinein in den Schlosshof und da gehen wir jetzt rein. Wie immer dürft ihr natürlich eure Fragen stellen. Ihr dürft uns auch schreiben, wo ihr herkommt. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare. Und jetzt stehen wir hier in dem Durchgang, der in den Schlosshof führt. Kirsten zeigt euch wahrscheinlich gerade mal so einen Blick in den Schlosshof, aber um das Schloss insgesamt soll es heute gar nicht so gehen, sondern um die Dichterzimmer. Und diese Dichterzimmer wollten wir eigentlich schon im April zu Ostern dieses Jahr öffnen, konnten wir leider nicht wegen Corona, weil wir keine Leute in die Räume lassen konnten. Und deswegen haben wir die jetzt im August zum Goethe-Geburtstag vor 2 Wochen eröffnet und die sind nur im Rahmen von Führungen zugänglich. Und davon wollen wir euch jetzt ein bisschen was zeigen. Aber wir gehen nicht den normalen Weg. Hier grüßt jemand aus München, sag ich durch. Willkommen. Wir gehen nicht den normalen Weg. Genau. Ich wollte noch ganz kurz was zu diesem Westflügel sagen. Denn dieser Westflügel, oder anders, das Schloss ist 1774 einmal komplett abgebrannt. Karl August wird Herzog und er bekommt dann eine Schwiegertochter, das ist die Maria Pawlowna, die Tochter des russischen Zaren. Vielleicht ist sogar jemand aus Russland dabei, der uns hier zuguckt. Und damit die auch repräsentative Räume hat und schöne Wohnräume, baut er diesen Westflügel, der glaube ich ursprünglich als Marstall gedacht war, baut er zu Wohnräumen aus und man hat dann eben die Räume, die wir gleich sehen werden, eben auch zu sogenannten Memorialräumen, Erinnerungsräumen für die 4 Dichter der Weimarer Klassik gebaut. Und das gucken wir uns jetzt an. Dazu öffnen wir die erste Tür, die uns in ein Treppenhaus führt, zur sogenannten Schillertreppe. Und ist sozusagen eines der ersten Highlights jetzt. Also die Tür ist noch nicht so repräsentativ. Mal gucken, was da jetzt kommt. Repräsentativ, aber das Treppenhaus ist ganz spannend. Denn wir zeigen euch sozusagen jetzt etwas, was noch nicht ganz fertig ist. Oder das Treppenhaus an sich ist natürlich fertig, das gibt es schon, aber es ist eben nicht restauriert. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam nach oben, diese sogenannte Schillertreppe. Und das war auch damals schon im 19. Jahrhundert der Eingang zu den Dichterzimmern. Das war also nicht der ganz normale Eingang für jeden, der hier sozusagen im Schloss gewohnt hat, sondern diese Dichterzimmer waren auch damals schon für die Bevölkerung zugänglich. Ich habe gelesen, irgendwie für Mädchen der höheren Töchterschule oder verschiedene Adelsgruppen. Und ja, wir gehen jetzt mal nach oben. Das schlängelt sich hier so hinein. Das ist für ein Treppenhaus auch schon ziemlich reich verziert und ausgemalt. Genau, und
Die Beleuchtung wird etwas dramatischer. Hier gehen auch solche Türen ab zu so Zwischengeschossen. Genau, das Schloss hat auch noch Zwischengeschosse, nicht nur diese Hauptgeschosse. Und jetzt sind wir hier oben und hier bin ich sozusagen nicht mehr alleine. Bin ich sowieso nicht, den Kirsten ist hinter der Kamera. Und hier oben wartet noch jemand auf uns. Und den ihr auch gleich seht. Genau. Und das ist Birgit Busch. Schön, dass Sie dabei sind, uns hier ein bisschen was zeigen und uns vor allem gleich ein paar ganz spannende Türen öffnen werden. Vielleicht können Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal kurz sagen, was Sie bei der Klassikstiftung hier machen und was Sie auch mit den Dichterzimmern zu tun haben. Ja, gerne. Also ich bin Restauratorin in der Abteilung Baudenkmalpflege und hauptsächlich hier im Schloss zuständig, wenn Räume restauriert werden, also als Bauherrin. Im Prinzip von der Planung bis zur Abrechnung, das Ganze zu begleiten, fachlich. Und Anne Josi Busch schreibt Hallo. Und jemand fragt, ist das nicht das Treppenhaus, was zum Schillerzimmer führt? Ja. Den Spannungsbogen lösen wir gleich auf. Heißt der auch Schillertreppe und ist Zugang zu den Dichterzimmern. Und weil das Schillertreppenhaus gleich nebendran liegt, also gleich hinter dem Eingangsraum, hat sich der Begriff ein bisschen eingebürgert, dass es eben zu den Schillerzimmern ging. Ich bin hier eingestiegen zur Restaurierung dieser Zimmer und bin ganz froh darüber, dass ich es mit abschließen konnte. Ja. Und die Schönheiten können wir jetzt sehen. Genau, das ist ganz spannend und die kann man nicht nur jetzt sehen hier bei Instagram, sondern die könnt ihr eben auch im Rahmen von öffentlichen Führungen immer Samstag bis Ende Oktober euch anschauen. Aber das, was wir euch heute hier zeigen, das sind Dinge, die man eben in der Führung nicht unbedingt sehen kann. Und deswegen lohnt es sich, auch nach dem Video noch hierher hier vorbeizuschauen. Ihr seht, die nächste Tür ist auch verschlossen und bevor wir da rein können, müssen wir sozusagen hier Pantoffeln anziehen. Es ist ein bisschen dunkel, bewegt euch mal ins Licht. Dann öffne ich hier sozusagen mal die Tür und da wird uns gleich ganz Licht hier. Ja. Ziehen hier alle die Pantoffeln an. Und wir haben das schönste Herbstlicht, kann man fast sagen, hier in diesen Räumen, das schönste Abendlicht. Und Frau Busch treffen wir sozusagen gleich wieder hier im Achteckzimmer. Wir gehen aber mal zuerst in einen Raum, den wir im Rahmen der Führung nicht zeigen können. Und das ist das sogenannte Herderzimmer. Um in das Herderzimmer zu kommen, öffne ich euch die nächste Tür. Und die ist auch was Besonderes hier? Wer genau hinschaut, sieht, dass die schon ein bisschen offen ist, denn die ist nicht so leicht zu bedienen. Und ich habe nicht so viel Ahnung von diesen großen Türen. Frau Busch hat sozusagen die Tür vorher schon geöffnet. Es gibt auch keine Klinke. Genau, es gibt hier keine Klinke, nur so einen ganz leichten Hebel. Und das ist sehr schwer. Dankenswerterweise müssen wir das jetzt gar nicht selber machen. Und das Herderzimmer, was wir uns jetzt gleich anschauen, um da hinzukommen, müssen wir durch den sogenannten Konzilsaal, der jetzt hier noch ein bisschen dunkel ist und sonst auch nicht zu begehen ist. Und man kommt dann hier durch diese Tür in dieses Herderzimmer. Der Jan schreibt Hallo. Das Herderzimmer können wir im Rahmen der Führung derzeit nicht zeigen, weil das aus Brandschutzgründen nicht geht. Wir haben hier keine richtigen Fluchtwege, weil ja der Rest vom Schloss auch noch gebaut wird. Vielleicht kannst du kurz mal hier draußen auf diese Baustelle noch zeigen. Also das Schloss ist ja generell ein großes Bauprojekt der Klassikstiftung. Da passiert ganz viel und deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir hier diese Räume schon wieder zeigen können. Dieses Zimmer, das Herderzimmer oder Herder ist vielleicht einer, der heute gar nicht mehr der bekannteste der vier Klassiker Goethe, Schiller, Herder, Wieland ist, sondern einer, der vielleicht gerade als Literat auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Hier in diesem Raum, wie auch in den anderen Räumen, sind Texte von ihm illustriert. Und eigentlich steht hier in diesem Raum auch eine Büste von Herder, die derzeit eben nicht da ist, weil wir den Raum eben noch nicht zeigen. Interessant ist vielleicht noch die Decke, zum einen der Kronleuchter und ganz oben seht ihr da diese Goldschrift Licht, Leben und Liebe. Und diese Goldschrift ist sozusagen nachgebildet von einem Siegelring des Dichters, wo das drauf gestanden hat. Hier kommt eine Frage. Ist das Schloss nächstes Jahr im Mai fertig renoviert?
Also ich glaube, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klassikstiftung würden sich freuen, wenn es so wäre. Also wir arbeiten uns sozusagen Stück für Stück vor. Ein Teil, den ihr gerade gesehen habt, der Ostflügel, wird wahrscheinlich 2024 wieder öffnen, also in 4 Jahren. Und danach geht es weiter hier im Westflügel, wo wir jetzt gerade sind. Da sind zwar die Dichterzimmer schon restauriert, aber da ist noch ganz viel zu tun und das dauert wahrscheinlich bis 2028. Aber es gibt ja diese Schlossvideos, wo man die Baustellen sehen kann, wo man auch sieht, was da noch zu tun ist. Genau, also schaut euch das auch bei YouTube an. Auf Facebook ist es, oder? Bei Facebook, aber YouTube auch, wo man immer so ein paar Einblicke in diese Schlossbaustellen bekommt. Den Bunker zum Beispiel. Ja, ist auch ganz spannend. So, es geht in das nächste Dichterzimmer. Wieder durch den schummrigen Conseil-Saal. Nicht so leicht hier mit diesen Pantoffeln, aber die sind wichtig, damit der Boden möglichst lange so erhalten bleibt. So, du bist noch im Gegenlicht. Wir sind jetzt hier im sogenannten Goethe-Zimmer. Das Goethe-Zimmer oder der Goethe-Saal war eigentlich der Ausgangspunkt für diese Dichterzimmer. Das ist ganz spannend. Da drüben sehen wir ihn nochmal. Vielleicht zeigt Kirsten nochmal auf diese Büste. Die wohl bekannte Büste von Goethe, von dem alten Goethe ja vor allem. Und mit diesem Raum beginnt eigentlich Maria Pavlovna, von der ich vorhin erzählt habe, also die Tochter des russischen Zaren, die hierher kommt und den Sohn von Karl August heiratet. Die kauft sich mit der Unterstützung sozusagen der russischen Kasse diese sogenannten Sarkophagreliefs aus dem 2. Jahrhundert. Da musste man sozusagen aufzeigen, Kirsten. Hier gibt es eine Frage, welches Haus das ist. In dem wir uns gerade befinden. Ah, das ist das Stadtschloss Weimar oder das Residenzschloss. Und im Residenzschloss sind sozusagen diese 4 Dichterzimmer, die wir euch jetzt gerade zeigen. Diese Sarkophagreliefs aus dem 2. Jahrhundert, die kauft die Maria Pavlovna. Und jetzt überlegt die sich, naja, ich brauche eigentlich einen Raum, wo diese Reliefs gut wirken. Und auf diesen Reliefs ist sozusagen Teil der Iphigenie abgebildet, ein Drama von Johann Wolfgang von Goethe. Und dann sagt man sich, okay, man nutzt diesen Raum, ne, der hier eben schon gedacht war als repräsentative Räume, auch für die Maria Pavlovna. Und dann überlegt man sich, ja, wie bringt man jetzt hier also den Goethe noch dazu und man fängt dann an, eben Bilder zu malen zu seinen Dichtungen. Und was man hier sieht, diese 2 ganz großen Bilder, das ist die Illustration von Faust 1 und Faust 2. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt im Büro. 12.100 Verse von Goethe werden hier auf 2 Bildern abgebildet. Ja, also hier der ganze Faust 1, das sozusagen Lebenswerk von Goethe, wird dann in diesen Bildern gezeigt. Zu den anderen Bildern erfahrt ihr ganz viel, auch übrigens in den Führungen, zu denen ihr natürlich dann auch gerne noch vorbeikommen sollt. Hast du eine Frage? Wir wollten noch ganz kurz einen Blick ins Wielandzimmer werfen. Achso, unterdessen, der Jan fragt nochmal, gibt es öfter solche Livestreams? Gibt es. Die gibt es. Einmal im Monat, jeden zweiten Donnerstag. Kulturöffner heißen wir und öffnen euch Türen, die uns Dinge zeigen, die sonst vielleicht nicht so sichtbar sind. Kommt gleich noch. Die Sachen, die wir hier sehen, sind sonst sichtbar, außer das Herderzimmer. Und das, was nicht sichtbar ist, zeigen wir euch gleich noch. Hier einen kurzen Eindruck nochmal von dem Wielandzimmer. Das Wielandzimmer. Ganz schön hier am Boden. Ja, da sieht man diesen Boden, ne, mit dem Stern und auch vielleicht die Kuppel, die ganz interessant ist. Dieses Wielandzimmer zeigt auch wieder Bilder, die eben Texte der Dichter illustrieren. Interessant ist, die Maria Pavlovna hat diese Räume hier einrichten lassen, ja nicht für sich, um hier alleine zu wohnen, sondern das hatte damals schon ja, so eine erziehende Funktion. Denn die Maria Pavlovna hat auch damals schon Leute hierher in diese Dichterzimmer eingeladen. Es gab Führungen, es gab ganz viele Gäste, die sich genau das angucken konnten. Und die sollten zum einen natürlich an diese 4 großen Dichter erinnert werden, die eben sozusagen diesen Ursprung des Mythos der Weimarer Klassik begründen. Und sie sollten sich aber eben auch über die Literatur unterhalten, darüber ins Gespräch kommen. Und da waren natürlich diese ganzen Bilder
ein ganz guter Ausgangspunkt. Interessant ist vielleicht noch, sind noch diese Medaillen oben hier an der Decke bei Goethe. Ich weiß nicht, wie gut du da rankommst. Auf jeden Fall bilden diese Medaillonbilder Goethes Schaffen ab und einzelne Bilder zeigen eben dann die verschiedenen Themen, mit denen sich auch Goethe beschäftigt oder was er so gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob ich selber gerade was hier erkenne. Da hinten haben wir zum Beispiel die Musik gleich in dem, da sieht man das. Ich mache ja die totale Akrobatik. Man müsste halt live vor Ort sein. Ja. Dann würde man sehen. Ja, die Musik haben wir ein bisschen gesehen. Interessant vielleicht noch ein Aspekt ist, 1835 überlegt man sich erstmals hier oder kommt diese Idee für das Goethezimmer auf. Und das ist auch die Zeit, in der man sich das erste Mal über ein Denkmal für Goethe und Schiller Gedanken macht, was dann ja ein paar Jahre später auf dem Theaterplatz aufgebaut wird. Also alles in dieser Zeit so um 1900, wo man sich überlegt, Mensch, die Leute sind irgendwie tot, das muss irgendwie bewahrt werden, man muss irgendwie dieses Andenken bewahren, wie machen wir das? Und da ist das eben mein Ausdruck davon. Ein ziemlich schöner Film. Und diese Räume sind alle jetzt eben nicht nur zugänglich, sondern die sind eben restauriert worden. Dazu kann uns Frau Busch auch gleich noch was erzählen. Und die beiden Räume, die wir jetzt sehen, sind ja erst ganz frisch renoviert. Ja, nicht renoviert, sondern restauriert. Wie heißt das richtig? Genau. Restauriert, ja. Genau. Und jetzt, hier befinden wir uns im sogenannten Achteckzimmer. Das war jetzt der erste Raum, durch den wir gekommen sind, als wir die Treppe hochkamen. Und das war auch damals schon eigentlich wie so eine Art Empfangszimmer für die Dichterzimmer. Und ganz spannend sind ja erstmal hier diese ganzen Abbildungen, die man ja erstmal jetzt, nachdem man hier diese Bilder von Goethes Texten gesehen hat, eigentlich nicht vermutet. Wenn du das mal hier oben so ein bisschen zeigst, oder hier schon an der Wand, diese ganzen total fancy, Fabelwesen, das habe ich nachgelesen. Ich zeige euch dann, das, der Felix hat es. Die Maria Pavlovna hat ein Ornamentbuch mit diesen ganzen Ornamenten, die da gezeigt wurden, aus Pompeji und Herculaneum unter anderem. Und da gab es ganz viele dieser geflügelten Fabelwesen und das bringt die eben mit hierher. Und das zeigt nochmal so diesen Zusammenhang zu diesen ganzen mythologischen Geschichten, wie es ja auch auf diesen Sarkophagreliefs mit der Iphigenie dann auch schon gezeigt wird. Und interessanterweise stammen diese Fabelwesen, die meisten Ornamente, aus dem sogenannten Haus des tragischen Dichters in Pompeji. Und damit passt das wieder insgesamt zu unseren Dichterwelten, zu unseren Dichterzimmern, wie wir sie hier sehen können. Das Achteckzimmer ist auch deshalb spannend, weil wir jetzt hier zwei Türen öffnen können, die wir für Führungen nicht öffnen können. Weil, Frau Busch, warum können wir die sonst nicht öffnen? Eigentlich. Weil uns dann die schöne Raumansicht verloren ginge, denn es ist ja ein Gesamtkonzept. Wir sehen hier Aussichten, sozusagen ein schöner Blick aus verschiedenen Schlössern. Wilhelmstal, der Musenpavillon in Schloss Tiefurt. Ja, dort haben wir ein Stück Belvedere, einen schönen Ausblick von Schloss Belvedere und auch noch von den Dornburger Schlössern einen schönen Ausblick. Das ist ein Gesamtkunstwerk. Die Schränke und Möbel, die dahinter versteckt sind, wissen wir deren Funktion nicht. Und zum anderen würden sie hier einiger ungünstig hereinragen. Also das Klappbett, die spannende Geschichte, zeigen wir euch gleich. Kann man gar nicht zeigen, weil das sonst alle Türen blockiert. Und die anderen beiden Schränke, das ist so ein Thema, was dann irgendwann mal in eine Museumsplanung eingefügt werden müsste. Im Moment wären es nur leere Schränke. Genau, vielleicht öffnen wir mal sozusagen, wir haben jetzt von dieser Vitrine gesprochen, von diesem Vitrinenschrank, den zuerst. Frau Busch hat hier eine ganze Reihe an Schlüsseln hier und Sie ziehen jetzt auch die Handschuhe an, ne? Ja, das sind ja restaurierte Holzoberflächen, wo wir nicht gleich mit Fingerabdrücken draufgehen wollen. Mhm. Fingerschweiß haben wir erst mühsam runtergenommen, wollen wir jetzt nicht gleich wieder draufgehen. So. Ja, also nichts für heiße Sommertage. Gut, dass wir das im Herbst machen, da ist das mit dem Schweiß noch ein bisschen. Das hier ist ein Vitrinenschrank, wo auch dann im 19. Jahrhundert Gegenstände von Schiller aufbewahrt und gezeigt wurden, also die ihm zugeordnet wurden. Eine sehr hübsche Glasvitrine. Man fragt sich ja manchmal, was ist einfach hinter diesen Tapetentüren? Genau, ne? Wie schön, also diese achteckige Form zu haben, hat man dann ist trotzdem aber gut ausgenutzt dann eigentlich. Ne? Und genau, man kann sich nur vorstellen, dass sozusagen passend zum Schillerzimmer, was wir am Schluss noch sehen, dann hier eben Objekte von Schiller, aus Schillers
Gesetz möglicherweise ist nur gewesen sind. Überliefert ja, wir haben nichts gesehen. Und jetzt kommt eigentlich, also für uns zumindest, wir haben das heute auch zum ersten Mal gesehen, Kirsten und ich, hat nämlich Frau Busch gerade schon mal vorläufig was geöffnet, was ihr jetzt sehen könnt. Und das ist ja, das, was sich hier sozusagen dahinter befindet. Wir wissen nicht warum und weshalb, aber es ist da. Man darf es nicht zu oft aufmachen, weil das ja auch alles mit Kraft verbunden ist. Genau, also sie merkt als Restauratorin braucht man auch noch viel Einsatzbereitschaft. Energie und Einsatzbereitschaft. Es ist nie benutzt worden, das kann man sicher sagen. Aber es ist gebaut. Hat man einfach mal so ein Bett hier stehen. Genau, also man fragt sich schon, ne, hier mitten in diesem Raum, wo man ja zu dieser Tür, zu der wir auch angekommen sind, eigentlich hier in diese Räume kommen, braucht man jetzt nicht dann direkt so ein Bett, aber Sie haben ja auch gesagt, man lässt vielleicht auch vermuten, auf so dieses Reisethema hinzuweisen. Ne? Also ne, wir haben hier diese Bilder zu Pompeji, wir haben diese Sarkophagreliefs und vielleicht war es damals dann tatsächlich so, dass man damit irgendwie das Thema nochmal mit aufzeigen wollte. Und vielleicht ist es auch ganz schön, dass man noch jedes Rätsel gelöst hat. Genau. Da haben wir noch was zu tun. Hier fragt jemand, die ist in 2 Wochen hier, kann sie dann die Dichterzimmer besuchen? Ja, und zwar samstags 10 Uhr und 11.30 Uhr gibt es öffentliche Führungen. Und die sind auch schon online buchbar über die Seite der Klassikstiftung. Also wenige Dinge, die man online buchen kann, aber diese öffentlichen Führungen eben, kann man sich jetzt schon Tickets holen. Aber nur noch im Oktober, ne? Bis Ende Oktober, genau. Wir haben jetzt gesagt bis Ende Oktober, weil wir im Winter diese Räume dann diesen klimatischen Bedingungen eben nicht aussetzen können. Wenn hier ganz viele Leute sind, die dann vielleicht mit nassen Schuhen, nassen Klamotten hier reinkommen, dann ist das einfach schwierig für diese frisch restaurierten Dichterzimmer. Die Räume sind ursprünglich nie beheizt gewesen und das sind sie seit ja, fast 190 Jahren nach wie vor nicht. Es ist auch nicht vorgesehen, hier eine Beheizung einzubauen. Sie bleiben wie sie sind, sie gleiten mit dem Klima mit. Und im Winter ist es dann eben hier kalt und man macht die Räume zu. Ja. Sehr kalt ist es hier. Wir kommen in den letzten Raum, also nicht in den letzten Raum des Schlosses, gäbe ganz viele Räume, aber in den letzten Raum hier der Folge der Dichterzimmer, das ist das sogenannte Schillerzimmer. Ich zeige es euch mal, während der das passiert. Wer das Schillerzimmer von ja, vor der Restaurierung kennt und dann hier ist, wird sich auf jeden Fall sehr erstaunt zeigen, denn die sehen jetzt tatsächlich nicht anders aus, aber sie sehen wirklich aus, als ob hier jemand mal ja, mit dem Lappen durchgegangen wäre und richtig sauber gemacht hat. Aber es war nicht nur sauber machen, sondern es war hier eigentlich alles zu tun. Es war hauptsächlich sauber zu machen, allerdings unter restauratorischen Gesichtspunkten, das heißt also mit ganz kleinem Werkzeug, teilweise mit Lösungsmittel, denn ein 200 Jahre alter Schmutz, der verpappt natürlich auch. Es waren schon Retuschen mal drauf, wenn Leute ein bisschen was nachrepariert haben, dann ist das alles schon in dem dunkleren Ton gemacht worden. Und so hat sich das aufaddiert, also dass das mal jetzt grundsätzlich gemacht werden musste. Und wir waren selber erstaunt, wie leuchtkräftig die Farben hier gekommen sind. Also als ob es Herr Nier, der Bernhard Nier als Maler wirklich gerade verlassen hat. Genau, da sehen wir auch nochmal den Namen hier, der sich sozusagen verewigt, Bernhard Nier, sozusagen der Künstler, der wirklich ganz schön viel Arbeit hatte, nämlich diese ganzen Texte von Schiller in einzelne Bilder zu packen. Hier diese großen Bilder verweisen auf Schillers Dramen, manche bekannter, manche weniger bekannt. Wenn man hier ist, kann man dann sozusagen Rätsel raten, überlegen, welches Bild wozu passt. Oben geht es dann nochmal so um die Balladen unter anderem. Und wir haben hier noch eine Sache, die aus restauratorischer Sicht noch interessant ist. Das ist hier hinten diese Platte. Was hat es damit auf sich mit diesen unterschiedlichen Farben? Na, bei der Restaurierung haben sich ja die Möbelrestauratoren, die Holzvertiefelungen bearbeitet haben, sehr intensiv mit der Beize beschäftigt, denn Hölzer sind nun mal gebeizt worden und wir wissen auch als Archivalien, dass es einen Schriftverkehr gibt, der von einer grauen Beize, also von grauen Hölzern spricht und die Forschung beschäftigt sich auch mit Möbeln aus dem 18. Jahrhundert, die versucht wurden mit speziellen Beizen und mit speziellen Einlegmethoden eine Steinimitation zu suggerieren. Sieht aus wie so ein Stein. Ein heller Stein, ja. Und dazu auch ein besonders geflammtes Holz. Da ist das Ahornholz ganz
dankbar. Und so müssen wir uns das vorstellen, dass hier der Raum ursprünglich ausgesehen hat. Diese Beize setzt allerdings einen chemischen Prozess in Gang, der sich nicht zurückführen lässt und wird mit der Zeit immer dunkler, vor allem wenn Feuchtigkeit dazukommt. Und das ist braun und wir versuchen natürlich Feuchtigkeit von den Oberflächen fernzuhalten, deswegen auch das Thema Kondensfeuchtigkeit, denn es wird immer dunkler, bis es irgendwann mal ins Schwarz absaugt, okay. Was man nicht hofft. Das heißt, das verändert sich. Ja, es verändert sich und man kann es eben nicht wieder rückgängig machen. Und die Restauratoren haben uns dann mal in der historischen Rezeptur ein Modell nachgearbeitet, was ich selber sehr verblüffend finde, dass man das dann mal sieht. Ne? Wir haben ja hier einen Steinkamin, einen hellen Steinanteil, dann schließt sich das auch anders. Ja, super. Vielen Dank erstmal für diese Informationen. Wir wollen jetzt hier sozusagen zum Ende unserer Führung nochmal auf den Schiller halten. Und hier in dieser Räume haben wir eine Büste der einzelnen Dichter. Bei Kaba ist sie gerade nicht da, weil wir den Raum ja nicht zeigen. Und diese Schillerbüste steht sozusagen hier in diesem, oder über diesem Schiller-Zitat. Kirsten hat gesagt, ich soll es mal vorlesen. Ja, wie heißt das denn, das Zitat? Genau. Also ein Schiller-Zitat, mich hält kein Band, mich fesselt keine Schranke, frei schwing ich mich durch alle Räume fort. Mein unermesslich reich ist der Gedanke und mein geflügelt Werkzeug ist das Wort. Ja, also damit wollen wir noch nicht ganz schließen, sondern das ist der Aufruf für euch, am Gewinnspiel teilzunehmen. Und zwar wollen wir diesmal von euch euer Lieblingszitat, euer lieblingsgeflügeltes Wort von Goethe, Schiller, Wieland, Herder lesen. Und zu gewinnen gibt es diesmal zwei Karten für die öffentliche Führung hier in den Dichterzimmern bis Ende Oktober. Muss man einlösen können bis Ende Oktober. Nächstes Jahr im Sommer geht es weiter, also auch da findet sich bestimmt eine Lösung, wenn da jemand gewinnt, der nicht bis dahin hierher kommen kann. Ja, also postet euer Zitat, euren Spruch. Wo denn? Bei Instagram und bei Facebook. Bei Facebook wird das Video dann ja auch noch gezeigt. Und ja, wir hoffen, ihr hattet einen guten Einblick. Vielen Dank auch nochmal an Frau Husch, die uns heute nochmal, glaube ich, ganz viel neues Wissen hier mitgebracht hat. Und einen Eindruck von Dingen, die man eben sonst nicht zu sehen gibt, denn das ist ja die Idee von unserem Kulturöffner. Und dann seid in 4 Wochen wieder mit dabei, wo es dann hingeht, erfahrt ihr bald. Genau. Also, macht's gut. Hier kommen viele Dankeschöns und wir bedanken uns auch. Tschüss.